Hier in Utting am Ammersee hat die Landwirtsfamilie Ernst ein Labyrinth gepflanzt. Da kann man Luther durch den Kopf wandern, kann an ganz vielen Stationen ganz viel über Luthers Leben entdecken. Und zwar nicht nur über Martin Luther, sondern auch über seine Wegbegleiter der damaligen Zeit. Auf verschlungenen Wegen entdecke ich dann die Stationen der Reformation. Die Station habe ich gefunden, ein Tor. Bin mal gespannt, was sich dahinter verbirgt. Ja, da steht Familie Ernst. Corinne, hallo. Uli mit den Jungs Valentin und Fridolin. Jetzt erklärt mir mal, Corinne, was muss ich denn an diesem Tor hier machen? Das ist unsere Thesentür hier im Labyrinth. Man kann hier bei uns, so wie Martin Luther das vor 500 Jahren gemacht hat, seine eigene These eigenhändig an die Wand nageln. Man darf vorher überlegen, was man immer schon mal sagen wollte und kann das dann hier kundtun und an unserer Thesentür festnageln. Hast du eine These, Uli? Ja, heute haben wir uns einen Spruch von einem Indianer ausgesucht. Wir haben die Welt nur von unseren Kindern geliehen. Und wer mag den Nagel? Machst du das? Darfst anschlagen. Kreuz und quer geht es weiter durch das Labyrinth. Ich habe mich für die Rolle von Martin Luther entschieden. 5 Stationen muss ich jetzt finden, bei jeder einen Stempel ergattern. Mal sehen, ob ich meine Ehefrau Katharina von Bora entdecke. Sonnenblumen, wilde Malve, Raps, Mais und Hanf. Bis zu 4 Meter hoch sind die verschiedenen Pflanzen mittlerweile gewachsen. Auf einer Länge von 65 Metern gibt es einen Lebenslauf von Martin Luther mit den wichtigsten Lebensstationen des Reformators zu sehen. Da nehme ich mir gerne im kühlen Schatten Zeit, mich zu informieren. Und dann weiter durch das Labyrinth. Familie Ernst hat mir versichert, dass bislang jeder aus dem Labyrinth rausgefunden hat. Die Orientierung klappt ganz gut, denn es gibt ja noch extra Attraktionen, wie den Fahnenmasten mit der Lutherrosenflagge. Jetzt bin ich gespannt, ob ich als Martin Luther meine Ehefrau Katharina von Bora finde. Ich bin angekommen. 1 Stunde habe ich gebraucht hier durch das Labyrinth. Corinne, war ich jetzt schnell oder langsam? Das ist schon ganz gut. 1 Stunde ist wirklich in Ordnung, wenn man das ein bisschen genießen will. Es gibt Kinder, die ganze Zeit rennen, die sind dann vielleicht auch mal ein bisschen schneller. Aber 1 Stunde ist absolut in Ordnung. Martin Luther im Labyrinth. Wie kommt man auf diese Idee, Uli? Wir haben die Herausforderung ja jedes Jahr. Also es ist unser 19. Labyrinth seit 1999. Und natürlich ist es immer attraktiv, wenn es so ein jahresaktuelles Thema gibt. Und das ist dieses Jahr die Reformation. 500 Jahre ist es her, dass die Reformation begann. Und dann haben wir uns natürlich Gedanken gemacht, gibt es ein gutes Bild, was man dann auch reinmachen kann und wie können wir das als Spiel kindgerecht umsetzen. Und in dem Zusammenhang ist es dann unser Jahresmotto geworden. Ja, Valentin, erzähl mal, welches Spiel hat dir am meisten Spaß gemacht? Und so an extra Aufgaben, da mag ich am liebsten das Thesen schreiben und das mit diesen Ecken. Wo man dann die Ecken abreißen und antackern kann. Toll! Ja, und ich warte jetzt weiterhin auf meine Katharina. Bist du Katharina von Bora? Ja. Ich bin Martin Luther. Ich habe jetzt meine 5 Stempel und jetzt brauche ich von dir die Ecke. Und dann können wir in diese wunderschöne Kirche gehen, damit für uns beiden dann die Hochzeitsglocken läuten. Kannst du mir deine Ecke geben? Ja, natürlich. Bitte schön. Danke. Dann gehen wir. Gerne.